So, wir sind wieder da mit Spider-Man Web of Shadows. Wir haben einen Zivilisten ins Krankenhaus gebracht und ich glaube, ach, da unten ist schon wieder so eine Spinn-Dingenskirchen hier. Und ich glaube, wir müssen jetzt irgendwie die Leute, oder die Gangster oder wie auch immer, mit dem, hier mit diesem Netzmove, den wir von Luke Cage gelernt haben, ein bisschen kaputt machen. Weil irgendwie wüsste ich jetzt sonst auch nicht, was ich sonst machen soll. Also missionstechnisch wird mir nichts angezeigt, irgendwie ein Missionsgeber. Ach, da hinten. Gehen wir halt dahin, auch gut. Wollte ich zwar eigentlich nicht. Das muss ich auch schon wieder 10-mal machen, ach Gott. Boah, was? Dann gleich nochmal. Schon wieder nicht. Ah, irgendwie bin ich gerade schlecht. Versuche das nochmal. Nochmal nicht. Ich drücke, glaube ich, zu früh, aus irgendeinem Grund. Ah, so geht das doch. Und gleich nochmal. Aua. So, und der nächste. Ups. So. Und da ist wieder ein Spinnensymbol. Ja, das war falsch, ich weiß. Gleich nochmal. Ja, ich drücke einfach zu früh. So, jetzt aber gleich nochmal. Und dann fehlt mir auch nur noch einer. So, jetzt erstmal das komische Teil hier einsammeln. Wo war's? Da. Spidey-Symbol. Und jetzt nochmal Spinnen sind angeworfen. Und da haben wir auch schon einen Freiwilligen. Und los geht's. Zack, das war der 10. Und jetzt muss ich wieder zu Luke Cage. Und jetzt wird es mir auch angezeigt. Ups, falsche Taste. Das wollten wir. Und dann gucken wir doch mal, was Luke so für uns zu tun hat. Eigentlich wollte ich den nicht als Freund haben, muss ich ja ganz ehrlich sein. Ich habe irgendwie auf einen cooleren Charakter gehofft, aber vielleicht kommt da ja noch was. Turmspringer? Okay. So, jetzt aber. Och. Ging ja mal gar nicht. Naja. Müssen wir halt zu Fuß gehen. Nice going, Spidey. That web stuff is working for you. Mhm. It is sort of my trademark. Well, it's also sort of weird, but it's working. For you. Thanks, I think. Ja, dann, keine Ahnung, anscheinend nochmal trainieren. Ja, wenn mir diesmal auch gesagt wird, wie die Sachen gehen und nicht irgendwie so rumbackt und so, das... Meet Luke, ja. Ups, zweite Taste. Ja, und jetzt nochmal da in die Seitenstraße anscheinend. Und ihm nochmal eins ins Gesicht geben. Ah, noch ein Spinnensymbol. Gucken wir mal erst, ob hier noch eins ist. In der Nähe zumindest, was ich so sehe. Anscheinend nicht. Ja, dann gucken wir mal. Starten wir mal hier. You have the perfect skill for stopping the extortion racket these gangs have been running. I do? These thugs will stand in front of every door on the street, intimidating the good folks that live there into paying protection. Ach jetzt. Soll ich das machen, was ich schon die ganze Zeit gemacht habe? Jumping from one guy to the next. I'll give it a try. So you can start right here with these fools. Hit them in the chain of those web attacks. Yeah.
Ihr müsst mich nur noch anfangen lassen. Ich kann es auch nicht wegdrücken. Oh wow, jetzt darf ich. Das ist aber nett. Ja, da muss ich mich erst noch dran gewöhnen, an diesen Web-Attack da. Oh, bitte jetzt nicht wieder so ein langes Intro hier. Nein. Ja, ich kann's auch einfach nicht überspringen. Es ist unglaublich. Ja, das ist schon ein bisschen nervig, dass ich das nicht überspringen kann, muss ich sagen. Ich hab's ja verstanden. Und in anderen Situationen, da erklären sie mir dann gar nichts und ich kann überhaupt nichts machen. Ne, Luke Cage? Du weißt, wovon ich rede. Ja, diesen Kameraschwenk, ich verstehe den nicht. Ja, ist gut. Jetzt mach doch mal hinne. Wunderbar. So. Jetzt einfach sehr spät drücken. Ah, so. Und der nächste. Wieder sehr spät drücken. Zack. Und wieder der nächste und wieder sehr spät drücken. So. Ja, das war's anscheinend. Ja. I knew you could do it. I got another group for you. Show me where. This is a bigger group. Remember to keep your momentum up. Keep moving. Oh, I'll momentum them right into next week. Und wieder dieser lange Kameraschwenk oder diese Kamerasteigung, ob auch immer man das nennen will. Ja. Nur damit ich gleich wieder failen kann und nochmal von vorne alles machen darf. So, nochmal. Und ein drittes Mal. Ui. Komm, den schaffe ich jetzt auch noch. Juhu. Und wahrscheinlich jetzt noch eine Fünfergruppe oder was ganz anderes. Sieben. Ja, dann machen wir das halt nochmal. Ah ne, sechs sind es. So. Ja. 2 und Nummer 3. Nein. Wenn ich jetzt nochmal alles von vorne machen darf, kriege ich einen Krampf. Na, immerhin. Ja. Eins. Und zwei. Und drei. Also doch, der letzte macht doch bestimmt irgendwie was Mieses, dass ich was anderes machen müsste. Ja, der letzte. Juhu. So. Spidey, you might be the answer to my problems. With all this pressure on the gangs, maybe the good folks around here can take back the streets. We need a more permanent solution. All we've done is push them out for a day. Too true. We need a deal. We need a parlay with the leaders. Sound ist auch gerade wieder so ein bisschen buggy. Without them killing each other. These guys' lives revolve around reputations and who did what to whom or for whom. Simple. Do them a favor. You're kidding, right? These guys are like public enemy number one and two. The Park Avenues are gonna try and take out the... Ja, tut mir leid, Leute, aber an dem Sound kann ich jetzt auch nichts für. Stop them, and the seventh will over. As long as it's just a favor. I don't want to become an honorary member or new chief thug or anything. Naja.
Wir haben es wenigstens geschafft. So. Dann werden wir jetzt noch schnell die Upgrades machen. Die mache ich aber offscreen, weil die Zeit rennt mir davon. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao.